Aus diesem einen Teig machen wir 5 Elisenlebkuchen. Und wie, zeige ich dir jetzt im Video. Wir machen 5 Elisenlebkuchen aus einem Teig. Elisenlebkuchen, das sind ja diese dicken, saftigen Lebkuchen. Ich liebe die sehr. Wir machen einmal den Klassiker mit Schokoüberzug. Dann haben wir einen Pistazienlebkuchen dabei, einen Baileys-Lebkuchen, einen Nougat-Lebkuchen und einen Double-Marzipan-Lebkuchen. Der kriegt dann, bevor er in Schokolade kommt, nochmal so einen Marzipanmantel oben drauf. Und das Schöne ist, der Grundteig ist bei all diesen 5 Elisenlebkuchen genau derselbe. Wir zweigen nachher nur von dem fertigen Teig ein bisschen was ab und veredeln einen Teil davon mit Pistazien und einen Teil mit Baileys. Aber im Grundsatz ist der Teig der gleiche. Hirschhornsalz ist ein Backtriebmittel, ganz ähnlich wie Backpulver, was man zum Lebkuchenbacken klassischerweise verwendet, hat ein ganz spezielles Aroma. Wenn du kein Hirschhornsalz kriegst, dann tut es genauso gut mit Backpulver. Lang braucht er dann nicht mehr unser Teig. Die Vorbereitungen sind echt immer das Aufwendigste beim Elisenlebkuchenbacken. So ist er fertig. So brauchen wir ihn auch tatsächlich für die klassischen Elisenlebkuchen, für die Marzipan- und die Nougat-Variante. Aber wir machen ja noch eine Pistazien- und eine Baileys-Variante. Deswegen nehme ich jetzt jeweils so ein Fünftel des Teiges ungefähr in separate kleine Schüsselchen. Der hier darf schon abgedeckt, so wie er ist, für mindestens 24 Stunden in den Kühlschrank. Besser sind 48 Stunden. Speziell bei Lebkuchenteig, umso länger der steht, umso mehr zieht er durch. Umso leckerer wird er und umso leichter lässt er sich auch verarbeiten. Für unsere Pistazien in diesem Lebkuchen nehme ich hier so 20 Gramm Pistazien und hack die mit einem scharfen Messer möglichst fein. Die fein gehackten Pistazien kommen dann mit zu unserem Lebkuchenteig. Da rühren wir sie einmal kurz unter. Und schon ist Teig 2 von 3 fertig. Für unseren dritten Teig habe ich einen Esslöffel Baileys und aus Konsistenzgründen 10 Gramm Kakao. Einfach Backkakao, der kommt dann noch mit dazu. Und natürlich auch für den Geschmack drauf. Das arbeiten wir kurz unter. Und gut zugedeckt geht es für unsere 3 Elisenlebkuchenteige jetzt für mindestens einen Tag. Bei mir wahrscheinlich eher 2 oder 3 Tage in den Kühlschrank. Und dann müssen wir sie nur noch backen und sind fertig. Ihr Lieben, die Teige sind raus aus dem Kühlschrank. Sie waren jetzt ungefähr 2 Tage bei mir da drin. Und jetzt geht es auch schon damit los, unsere Elisenlebkuchen zu formen und zu backen und dann zu veredeln. Ich nehme jetzt erstmal unseren Standardteig, aus dem wir dann unsere normalen Elisenlebkuchen mit Schokoglasur machen, unsere Nougat- und unsere Marzipan-Elisenlebkuchen. Was wir da jetzt machen, ist mit unserem Eisportionierer eine Portion Teig in die Mitte und ich portioniere sie jetzt erstmal und dann, gleich wenn ich alle portioniert habe, mache ich mir die Finger ein bisschen nass und streiche den Teig glatt auf unserem Elisenlebkuchen. Für unser erstes Blech Elisenlebkuchen geht es jetzt ab in den Kühlschrank, wollte ich schon sagen. Nein, in den Backofen, andere Richtung, heiß wird's. Und zwar für ungefähr eine Viertelstunde, so lange, bis sie oben schön goldenbraun werden auf der Oberseite. Unsere Elisenlebkuchen, aus denen wir die Schoko-Elisenlebkuchen machen, also die Elisenlebkuchen mit Schokoüberzug, die Marzipan- und die Nougat-Elisenlebkuchen, sind schon alle portioniert und vorbereitet. Die gehen jetzt nach und nach in den Backofen. Ich portioniere derweil schon mal unsere Pistazien-Elisenlebkuchen und unsere Baileys-Elisenlebkuchen, wo wir ja den Kakao mit im Teig haben. Deswegen kann man die beiden hier sehr gut unterscheiden. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die Pistazien-Elisenlebkuchen vor allem im gebackenen Zustand dann nicht verwechseln mit unseren normalen Elisenlebkuchen. Deswegen behandle ich die ganz separat und backe die auch ganz separat und lege da auch nichts gemeinsam auf dem Blech. Sonst komme ich dann nur ins Gehege, vor allen Dingen heute. Ich habe es irgendwie nicht so mit Zahlen und mit... Weiß ich nicht, heute bin ich irgendwie unkonzentriert. Macht aber nichts. Solche Tage gibt's. Genau, ich mache hier einfach mal weiter. Wo ist mein Eiswürfel? Unsere Elisenlebkuchen sind raus aus dem Ofen. Das letzte Blech Baileys Lebkuchen ist gerade noch drin, aber wir machen jetzt trotzdem schon mal weiter. Die hier bleiben so, wie sie sind. Die kriegen gleich einfach einen Schokoüberzug. Die hier kriegen einen Marzipanmantel und die einen Nougatmantel. Und damit fangen wir jetzt an. Dafür habe ich hier so einen Block Nougat. Und das rollen wir jetzt aus. Jetzt habe ich hier einen Ausstecher, der in etwa so groß ist wie ein Lebkuchen. Ein bisschen kleiner. Und daraus steche ich jetzt mal eine Nougatplatte aus, staub sie dann ein bisschen ab und lege sie hier über unseren Lebkuchen. Das sind jetzt die, die noch am wärmsten sind. Allerdings sind die nicht mehr warm, sondern nur noch so lau. Aber das dürfte jetzt gerade schön reichen, damit das Nougat noch so ein bisschen anschmilzt und einfach gut haften bleibt auf unseren Lebkuchen. Und ganz ähnlich verfahren wir jetzt auch mit unserem Marzipan. Ich habe hier 250 Gramm Marzipan-Rohmasse. Das legen wir auch wieder hier auf unser Bett aus Puderzucker. Da nehme ich jetzt das Nudelholz. Mit einem sauberen Pinsel pinsel ich jetzt den überschüssigen Puderzucker wieder ab. Das hier war mal vorgesehen als Malerpinsel. Ich habe es zweckentfremdet, respektive einfach nur gekauft im Bastelbedarf. Und der wohnt hier in der Küche und findet es, glaube ich, auch ganz cool. Und jetzt steche ich einfach aus unserer Marzipanplatte hier Scheiben aus und lege jeweils eine auf die Lebkuchen. Und dann einfach so mit dem Fingerchen ein bisschen platt drücken. Bevor wir unsere Lebkuchen fertigstellen können, haben wir noch ein To-Do. Wir müssen uns noch um die Glasur kümmern. Und dafür temperieren wir jetzt als allererstes
erstes Mal Schokolade. Also ich habe weiße Vollmilch- und Zartbitterschokolade. Also ich erkläre es am Beispiel der Zartbitterschokolade, mache es aber gleich mit allen drei Schokoladen gleich. Ich habe insgesamt 300 Gramm Zartbitterschokolade. Davon hacke ich jetzt gleich zwei Drittel erstmal fein. Das stelle ich dann in die Mikrowelle in 10 Sekunden Intervallen und rühre immer wieder um. Das ist die einfachste Art, um Schokolade zu temperieren. Und wenn das geschmolzen ist, dann kommt das restliche Drittel auch fein gehackt mit dazu. Und durch dieses herabkühlende Temperatur ist die Schokolade dann temperiert und wir können unsere Schokolebkuchen drin tunken. Die Schokoladen sind temperiert und jetzt geht's auch schon los mit dem Dekorieren unserer Lebkuchen. Ich fange an mit unseren Standard-Elisen-Lebkuchen mit Zartbitterglasur. Ich nehme den Lebkuchen, tunke den so hier ein, lasse ihn ein bisschen abtropfen und setze ihn dann auf mein Backblech. Und je nachdem, wie dick du die Schokoglasur möchtest, könntest du sie jetzt auch einmal fest werden lassen und dann ein zweites Mal tunken. Unsere Marzipan-Lebkuchen kriegen auch einen Zartbitterguss. Und um die jetzt ordentlich unterscheiden zu können, kriegen die jeweils noch drei Mandeln. Und das sind dann unsere Marzipan-Lebkuchen. 2 von 5 sind fertig. Als nächstes sind unsere Baileys-Lebkuchen an der Reihe. Die tunke ich in Vollmilchschokolade. Und mit Hilfe von einem kleinen Löffel kriegen unsere Baileys-Lebkuchen jetzt noch Schokoschmier aus der dunkleren Schokolade. 3 von 5 sind fertig. Bei unseren Nougat-Lebkuchen machen wir es direkt andersrum. Die kriegen einen Zartbittermantel, ansonsten wird es vielleicht nämlich doch ein bisschen arg süß. Same, same, but different. Mit einem kleinen Löffel kriegen die so Vollmilchschmier. Unsere Pistazien-Lebkuchen tunke ich in weiße Schokolade und bestreue sie danach mit gehackten Pistazien. Das ist jetzt übrigens der Andi-Wunsch-Lebkuchen, denn Andi liebt Pistazien und weiße Schokolade. Dementsprechend tue ich ihm den Gefallen und tunke ihn weiße Schoki. Die Elisen-Lebkuchen sind fertig. Sie sehen wahnsinnig lecker aus. Ich werde mir gleich auch eine schmecken lassen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann guck doch auch die nächsten Tage und Wochen rein. Es gibt ganz, ganz viel weihnachtlichen Content hier auf dem Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao! Thank you.